Im Leben der zweifachen Jungmutter Jasmin aus Wien Favoriten muss sich ihrer Meinung nach dringend etwas ändern. Denn mit Kindern und Hausarbeit fällt ihr die Decke auf den Kopf. Kannst du kurz auf die Kinder schauen? Ein Job soll Abhilfe schaffen. Doch so leicht ist die Jobsuche für eine zweifache Mutter leider nicht. Ich hoffe halt, dass ich durch das Bewerbungsschreiben ein Bewerbungsgespräch machen kann, weil aus Blatt Papier kann man nicht wirklich was rauslesen, weil ein Blatt Papier ist ein Blatt Papier. Im Bewerbungsschreiben steht zum Beispiel nicht drin, dass ich wirklich 4 Wochen, bevor der Kleine gekommen ist, den Schulabschluss gemacht hat. Also viele meinen, das kann man mir sehr hoch anrechnen. Und ich denke mir, man kann einfach nicht zeigen in einem Bewerbungsschreiben, wie man wirklich vom Charakter her ist. Ja, nicht hingreifen, sonst wird die Farbe verschmiert. Nein. Ja, nein, nicht abschalten, das brauche ich noch. Ich bin leider ein Mensch, der sich sehr viele Hoffnungen macht und dann schon auch sehr enttäuscht ist, wenn es dann nichts wird. Lena? Markus, kannst du bitte die Lena holen? Lena! Der Papa ruft dich. Notgedrungen muss nun Papa Markus auf die beiden Kinder aufpassen, wobei er sich lieber nur um Lena kümmern würde, denn der kleine Jan bedeutet ihm eher wenig. Bye. Tschüss. Bis gleich. Tschüss, bis nachher. Er hat sich ja kein zweites Kind gewünscht, also er wollte ja immer nur eines, was ich weiß. Da war halt dann doch etwas schockiert, dass jetzt dann auf einmal noch ein Kind da war. Ja. Zu decken. Es ist halt passiert und ich stehe halt dazu. Ja, hallo. Wer ist denn da? Ist das für die Lena? Ja. Ja, da, Lena, schau. Nein, Papa, nein. Oh ja, komm. Papa, Opa, hallo. Das ist nicht der Opa. Na, ja, schau. Nein. Da, der will dich. Nein. Der Opa will dich an. Die Lena. Nein. Mein absoluter Liebling ist die Lena. Die Lena war ja doch auch mein Wunschkind. Somit ist sie die Nummer 1 bei mir und wird es immer bleiben. Hoppala. Na komm. So. Und weiter geht's. Wenn Markus sagt, dass Lena sein Lieblingskind sei, tut schon etwas weh, weil Jan ist ja auch sein Kind. Es ist sein Sohn. Und ich hoffe halt, dass schon die Bindung etwas wächst, wenn er dann je größer wird und je mobiler er wird halt. Ich schätze mal, der Jan wird nicht drankommen, ansatzweise an die Lena. Da ist für mich einfach persönlich, sie ist mein erstes Kind. Das, was ich wirklich zu 100% wollte. Und er wird zwar auch rankommen, aber nicht so nah an die Lena, wie es eigentlich sein sollte. Wo ist denn Lulli? Da unten! Da hat sich Lulli versteckt. Ja. Kacke. Kriegst du aber auch nur beim Papa. In Wien-Favoriten ist Mediatorin, Sozial- und Familientherapeutin Eva Weisberg-Musil unterwegs zur 18-jährigen zweifachen Jungmutter Jasmin, um sie in ihrem Leben zu unterstützen. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Ja, wir uns auch. Ich habe das Gefühl gehabt und mitbekommen, dass es für dich ein ganz großes Thema ist, die Ausbildung fertig zu machen. Also ich habe mich bei ihr in der Schwangerschaft schon geschworen. Ja. Ich mache die Schule fertig und die Ausbildung und daran halte ich seitdem eben fest. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man einfach schaut als Frau, sozusagen auch einen Platz in der Arbeitswelt zu haben und nicht vielleicht irgendwann einfach so im Eck zu bleiben, nur mit Kindern und vielleicht in weiterer Folge später, wenn die Kinder groß sind, keine Aufgabe mehr zu haben. Ich habe auch vor kurzem erst ein Telefonat gehabt, wo ich dazu gesagt habe, dass ich da Kinder habe, wo der Ton radikal umgeschlagen ist, wo es dann irgendwie so rübergekommen ist, dass ich mich überhaupt traue, mit 2 Kindern zu bewerben.
Ja, weil das ist ein absolutes... Hör auf bitte, Lena. Weil das ein absolutes No-Go einfach ist, angeblich mit zwei Kindern, das geht überhaupt nicht, das Lehrling. Zwei Kinder zu haben und zu arbeiten und das unter den Hut zu kriegen, ist ja nicht ganz einfach. Und ja, wenn man es unter den Hut kriegt, dann kann man nämlich eigentlich viel mehr als andere. Ja, also die Expertin hat mich daran bestärkt, dass ich weiterhin nach einer Ausbildung suche. Und es war einfach auch schön, jetzt mal wirklich mit wem zu reden, der was mich da wirklich versteht. Der Markus spielt da auch mit, ja? Ja, also er heißt es nicht gut, aber er unterstützt mich da dann schon, sollte ich was haben. Du, das finde ich aber einen ziemlichen Fortschritt, weil ich kann mich erinnern, es war so ein bisschen ein Thema, eigentlich möchte das gar nicht. Dass du Ausbildung machst oder ja, weg bist von zu Hause oder von den Kindern oder nein, so. Also das hat er schon verstanden, dass ja, er arbeiten geht. Weil er hat selber gemerkt, wie, also wenn er daheim ist, er braucht einfach das Arbeiten. Was mich sehr freut, ist, dass die Familie irgendwie ein paar Dinge offensichtlich selbst, dadurch, dass ihnen Dinge bewusst geworden sind, geändert haben. Für mich ist jetzt die Frage, im Gespräch dann mit Markus, gibt es so irgendwelche Wünsche noch an mich? Wo kann ich dich unterstützen? Teilweise wegen der Kindererziehung sind wir uns eben oft unstimmig. Ja. Er geht so vor, ich gehe so vor und da kommen dann schon mal heftige Debatten eben raus, ja, was gescheiter ist. Ich sag mal so, ich bin da eher die, die was doch schneller Auge zudrückt als er. Ja, also er ist eindeutig stimmig, wirklich bei uns der Strengere. Was ich recht spannend fand, ist beim Thema Erziehung, dass Jasmin so gesagt hat, sie ist eigentlich toleranter und weniger konsequent als der Markus. Mir ist dabei aber schon aufgefallen, dass sie der Lena sehr, sehr oft einen Stopp gibt. Also natürlich muss man sie stoppen, wenn sie Dinge macht, die gefährlich sind oder die jetzt gerade nicht am Platz sind. Aber wenn man sehr oft Nein hört, dann wird es ein bisschen inflationär. Also dann hören sie irgendwann nicht mehr zu oder sie verstehen nicht, warum ist es jetzt immer Nein. Also das besprechen wir dann mit Markus okay, gemeinsam, ja, dass ihr da auch einen so guten Leitfaden kriegt, ja, wie ihr damit umgehen könnt. In Wien Favoriten ist Jasmins Freund Markus mittlerweile von der Arbeit nach Hause gekommen und wohnt nun dem Gespräch mit der Expertin Eva Weisberg-Musil bei. Hallo Markus, wir haben uns schon länger unterhalten jetzt, die Jasmin und ich. Wir haben dann noch ein Thema angeschnitten und da ging es um Erziehung. Wo Jasmin mir gesagt hat, dass sie da ein bisschen unterschiedlich damit umgeht oder unterschiedlichen Zugang hat, was sie darf oder nicht darf und wie man da mit ihr tut. Ich sehe manche Sachen anders einfach als sie. Ja. Wo ich sage eher nein und sie sagt ja und umgekehrt ist es halt genauso. Was schwierig sein kann, ist, wenn es sozusagen Diskussionen über die Erziehung vor den Kindern führt. Weil das verwirrt die Kinder. Also wir sagen dann oft, die nützen das aus. Ja. Das kann schon ein Endergebnis ein bisschen sein, aber es verwirrt sie vor allem. Und sie suchen sich, weil sie sich nicht mehr orientieren können, nämlich einen eigenen Weg dann. Und der eigene Weg der Kinder, der passt uns dann meistens nicht so. Ja, weil der hat nämlich dann weder mit dem einen noch mit dem anderen Erziehungsstil zu tun. Da hat sie recht gehabt. Wenn ich mich mit der Jasmin streite, dann ist das Kind noch verwirrter und macht dann in dem Sinn, was es will. Habt ihr auch mal Abende ohne Kinder? Selten. Ganz wichtig, aber wenn die Eltern zufrieden sind und wenn das passt, auch die Beziehung zwischen euch, dann sind die Kinder auch viel ausgeglichener. Wenn es den Eltern gut geht, jedem Einzelnen mal für sich und den beiden miteinander, dann ist das für die Kinder sehr angenehm, weil dann haben sie so eine verlässliche Basis. Dann sind sie auch entspannter und das wirkt sich auch aus dann in ihrem Verhalten. Ich wollte dich noch was fragen, Markus. Ich habe so mitgekriegt, dass so deine Beziehung zum Jan nicht so optimal war. Naja, die Lena ist noch immer meine Nummer eins. Ja, warum? Ich meine, sie ist die Erstgeborene, okay. Und warum ist sie denn Nummer eins? Sie ist komplett ich. Wir erinnern uns an einige Aussagen des Jungpapas. Die Lena war ja mein Wunschkind, somit ist sie die Nummer eins. Uppala. Das ist schon etwas weh, weil Jan ist ja auch sein Kind. Er wird zwar auch rankommen, aber nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Was glaubst denn du, wie das für den Jan ist? Kannst du dir das vorstellen? Nein. Wie das für ihn ist, wenn du sagst, nein, Lena ist die Nummer eins. Weil das heißt ja auch, der Jan ist die Nummer zwei. Wie ist das für ihn? Keine Idee dazu? Keine Idee. Glaubst du, dass er sich freut drüber? Komm, ich nehme es auseinander. Na, freuen nicht wirklich, aber Hartley sagt, es ist so. Ich war auch Nummer 4 bei mir in der Family. Alle haben was gekriegt, ich habe nichts bekommen. Solche Sachen zum Beispiel.
Wir waren auf einer Messe. Alle haben was bekommen, der Jüngste hat nichts bekommen. Ich will es auch nicht weitergeben, wirklich, aber wie soll ich das formulieren? Da muss man durch. Und wenn er irgendwie dann meint, ich denke jetzt so an einen Jan, der ist dann 14 oder so, ja, er sagt, aber das finde ich total unfair, weil ich kann ja auch überhaupt nichts dafür, dass ich der Zweite bin. Und wieso bin ich bei dir immer Nummer 2 und Elena ist immer Nummer 1? Was würdest du ihm dann sagen? Schicksal. Er hat sich ja nicht ausgesucht. Ich glaube, er wird sich dagegen wehren. Ja, die Gefahr dabei ist, dass das Kind da so ganz bewusst auf einen niedrigeren Platz gestellt wird, dass irgendwie sich diesen Platz, das ihm zusteht, erobern will. Ja? Das kann unterschiedliche Auswirkungen haben. Das Kind kann besonders laut oder besonders aggressiv werden. Es kann aber auch besonders still und besonders angepasst sein. Der halt immer sagt, ich kann nichts. Es gibt immer jemanden, der es besser kann als ich. Wünschst du dir das wirklich für den Jan? Das frage ich mich jetzt. Eben. Aber sie ist meine Nummer 1 und es gibt für mich nur eine Nummer 1. Okay. Ja, vielleicht kannst du darüber noch nachdenken. Hm? Was du für eine Möglichkeit hast, sie beide Nummer 1 sein zu lassen. Nachdenken werde ich drüber, aber in dem Punkt bin ich stur. Das Problem ist sicher ein großes Problem, das im Moment noch nicht so offensichtlich ist. Ja? Obwohl ich schon das Gefühl habe, dass die Jasmin sehr drunter leidet. Das Gefühl war einfach nur scheiße. Das war wirklich scheiße. Meine größte Angst ist, dass er nie wirklich so Bindung haben wird zum Kleinen wie zu Lena. Dass der Kleine wirklich benachteiligt sein wird und dass ihm das dann irgendwann mal fehlen wird, die Bindung einfach. Ich als Mutter kann den Vater nicht ersetzen. Also nicht die Vaterliebe geben, die was er vielleicht brauchen würde, aber ich kann ihn, ja, wie gesagt, nur Mutterliebe geben, aber nicht die, was er vom Vater vielleicht sich erhofft oder will, oder das kann ich nicht. Ich würde es mir wirklich wünschen. Die Kinder sind wirklich alles für mich und von dem her, ja.